Buongiorno, Freunde! Heute gibt es ein 99 Glücksrad bei First Guy. Ihr seht es im Hintergrund. Das Glücksrad ist am Start. Das ist so ein bisschen am Drehen. Und hier werden wir gleich random uns gegenseitig einen Spieler quasi zulosen. Den müssen wir kaufen. Und drum bauen wir ein geiles Team bei First Guy Modus. Kennt ihr das Ganze? Und mit dabei ist der einzig wahre Endgegner. Mister, ich das gerade gerne bei Tone. Prones. Hey, was geht ab, Leute? Prones ist auch am Start. Hoffen wir, dass heute wieder dick discarded wird und nicht von mir. Wäre fresh. Weil das Ding ist, ein 99er schon mal garantiert im Team haben und dennoch mit der Price Range von 300k auf eine Position suchen. Das Team wird am Ende über 10 Millionen wahrscheinlich kosten. Also, es wird so krachen. Und was ich nicht erwähnt habe, wir machen auch noch Mystery Ball. Das ist aber vielleicht ein Vorteil für mich, vielleicht auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Es könnte sein, dass wir heute alles abstoßen müssen. Es kann auch sein, dass wir gewinnen vielleicht auch mal. Es wäre schön. Ich würde auch sagen, ohne großartig weiter zu plappern, lass gerne Daumen nach oben da, check Danny ab und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Danny, willst du zuerst oder soll ich zuerst? Was dir lieber? Ja, mach für mich zuerst einfach, ja. Okay, komm, wir fangen bei Danny an. Das Rad dreht sich und du bekommst... Ah, ist knapp. Es ist morgen. Die ist, glaube ich, wie viel? 3 Millionen schwer oder so? Ich glaube, die kostet 3 Millionen. Okay. Oder müsstest du mal nachgucken. Dann drehe ich für mich einmal... Let's go. Komm schon. Gib mir nicht morgen, gib mir... Messi. Messi. Was kostet Messi? Ja. 3 Millionen. Oh mein Gott. Das wird so geil, die Karte zu spielen, Bruder. Ich hab so Bock auf diese Karte. Siehst du, morgen hab ich auch noch nie gesehen, noch nie gespielt. Aber von den Stats her muss ja eigentlich krass sein. Mal gucken. Kurze Unterbrechung. Ganz wichtig und richtig. Und zwar hat mein Partner Displayed immer die besten Rabatte. Also ihr bekommt über meinen Link ohne Spaß von immer den größten Rabatt, den es bei Displayed gibt. Aktuell habt ihr knapp 30% Rabatt. Und jetzt passt auf, warum ich dieses Video auch mache. Es ist geisteskrank, was ich gerade gesehen habe. Ich meine es ernst. Okay, komm. Leute, no joke. Es gibt so viele neue Fußball-Displays. Guckt euch das mal an. Messi mit Lamine Jamal. Argentinien-Trikot. Lamine in schönem Spanien-Trikot. Das ist zum einen neu. Ansonsten habt ihr Mainu, Hollund, Garnacho. Dieses Cristiano-Bild ist ja mal so episch. Da hat er seine Nudelfrisur, Spaghetti-Frisur oben am Start. Dann habt ihr Toni Kroos. Es gibt auch ein Display, wo Toni Kroos seine Schuhe an den Nagel hängt, warte. Hier, Toni Kroos, so ein geiles Display. Hilfe! Da steht Hala Madrid. Ihr seht seine Fußballschuhe von Adidas, Kroos hinten drauf. Das sieht brutal aus. Und das sind die Metallposter, die ich im Hintergrund habe. Ihr findet das Ganze zu Filmen, ihr findet Cartoons, alles drum und dran. Florian Wirtz von Musiala, von Lamine. Es gibt dort 1 Million Designs, da könnt ihr euch ein bisschen was aussuchen. Das ist eine 10 von 10 Qualität. Und immer dran denken, über meinen Link habt ihr automatisch im Warenkorb den Rabatt. Ihr müsst keinen Code benutzen. Und schaut euch das an, Toni Kroos. Ihr könnt euch das im Zimmer aufhängen, in eurem Büro, wo ihr auch wollt. Barca-Wappen. Ein Jürgen Klopp-Ding, ein Marco Reus. Marco Reus ist übrigens, glaube ich, einer der Bestseller für die ganzen Dortmunder. Das ist Wahnsinn. Und die Community hat sich, glaube ich, schon 34.000, 35.000 Displays geschnappt. Das ist Wahnsinn. Deswegen könnt ihr da wirklich ohne Kopfschmerzen reingehen. Es ist einfach 10 von 10. Checkt's ab und weiter geht's. Gut, das sind die Teams. Formation hat man sich auch ausgewählt. Jetzt gehen wir durch alle Positionen und holen da auch noch frische Karten, würde ich sagen. Zack, Alter. 300k überall auf die Seiten gehen und gucken, was so geht. Ey, das war so klar, dass Icons, 99er und so kommen. Bruder, bei 300k kommen schon solche Bretter, gell? Das ist echt, bei mir ist egal, was du mir quasi gibst, außer einer. Einer macht ein bisschen Auge, sonst der Rest ist super cool zum Spielen. Ja, bei mir auch so. Alle krass. Okay, ja, wir starten bei dir mal rein mit der 5. Na, perfekt. Digga, du nimmst genau den, wo ich gesagt habe, da macht einer Auge. Genau einer von 10, Digga. 10% Wahrscheinlichkeit. Dann bekommst du schon von mir, ich mache jetzt auch Auge, du kriegst die 8. Die 8 gibt's fit. Das ist eine stabile Karte. Ja. Du hast mich gerade echt kurz rasiert ein bisschen, aber egal, wir haben noch 9 weitere Spieler. Der kostet 45k, Bruder. Nächste Position. Jetzt gehe ich mal hier hin, ihr seht's. Diesmal bitte gönnen Danny. Und ich schaue das mir ganz kurz mal an. Der wäre richtig geil, der ist richtig geil, der ist geil. Also da sind auch wieder nur Bretter am Start eigentlich. Ich glaube, diesmal ist sogar gar kein Augenleger. Kannst mir alles geben, ich nehme alles mit. Das Ding an meiner Seite ist auch komplett geisteskrank. Okay, du nimmst alles mit, ich gebe dir die 2. Die 2 ist ein sehr, sehr saftig knackiger. Ich glaube, der wird richtig teuer. Wir schauen uns gleich an. Danny, du bekommst von mir diesmal die 1. Erster Spieler auf der Seite. Gönn ihn dir. Warte mal, habe ich den noch im Verein? Den hatte ich sogar. Nein! Oh doch, den habe ich noch! Ich habe ihn noch! Rein mit ihm! Perfekt! Hast du ihn? Ja, Traum. Digga! Oh, meine kostet 2,3 Millionen. Ich kann das nicht. Tschüss!
Der wird heute jetzt guarded. Man, are you ready for the next position? Alter. Ja, klar. Du musst übrigens gar nichts sagen. Der Spieler ist tausendmal auf der Seite. Ich glaube, du weißt, auf welcher Position ich bin. Grütze fix nochmal. Ich kaufe mir den einfach. Spenkt. Ja, ich war auf derselben Position. Ich dachte jetzt bei Torwart, bei 300k, wir sind wieder ein bisschen runtergegangen, dadurch, dass neue Karten gekommen sind, dass jetzt auch wieder andere mit aufploppen, aber nö, gibt immer noch nur Schmeichel. Ja, da war nur Schmeichel. Nee, Digga, gar nichts. Ich nehme bei dir einfach mal kurz und knacke ich die Nummer 5. Du weißt doch oft in Italien, du weißt, was 5 ist, oder? Eieiei. Jo, gönn dir. Alter, hier werden Luftballons geblasen auf der Seite. Was ist das da? Ich spiele für 10 Millionen und sowas. Ich mache gar keine Alben. Der kostet 10, der kostet 2, der kostet 3, der kostet. Was ist das für eine Seite, Mann? Alter. Ich mache gar keine Alben. Bei 300k, ne? Mhm. Ey, wenn ich schon mal. Ich zeig dir die Zahl jetzt in die Kamera. Die bitte mir geben. Das ist mein absoluter Liebling. Bitte. Okay, mach Teleportation. Oh, das war fast die 6. Du kriegst die 8 von mir, falls du den hast. Auf Erde. Ich gebe ihn dir. Weil es war die 8 eigentlich. Ja, wir wären, glaube ich, nicht auf der gleichen. Also schon eine sehr geile Karte, ich bekomme auch keine nichts gegen sagen. Komm, nimm mit. Aber er hätte eine noch bessere Version, die auch auf der Seite gewesen wäre, die 10 Millionen gekostet hätte. Die habe ich nicht bekommen, aber ist trotzdem gut. So, die Teams füllen sich weiter. Ich habe auf die Position, glaube ich, Bock. Ja, ich auch auf die. Und die wird immer teuer. Ich weiß es jedes Mal, Leute, wenn ich hier drauf bin, du kriegst immer so ein 2 Millionen Coinspieler gefühlt. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie nachvollziehen kannst, aber es ist so eine 2 Millionen Coins-Seite gefühlt. Komm, ich hätte bei meiner Position auch gedacht, aber irgendwie. Echt? Ja. Pass auf, erzähl. Du kriegst jetzt von mir Cristiano Ronaldo, die haben wir heute noch nicht gehabt. Nummer 7, bitte einmal. Ja, 300k kostet der, also das, was ich quasi auch gesucht habe. Ich gebe dir die. Gehen wir einen daneben auf die 8. Auf die 8 gehen wir und das ist mein Mann. Das ist mein. Mir ist Samir, die Super Bayern. Super geil. Der wird super teuer. Okay. Alter, ich glaube, du willst mir einen Ban aufbinden. Was ist das? Du wirst mich nicht abschießen später, gell? Du warst auf der Linksverteidigerposition. Ich dachte auch immer, Linksverteidiger wäre richtig teuer. Aber gar nicht so teuer wie gedacht. Aber mit Davis kannst du schon arbeiten. Ja, Davis 1,5 Millionen. Kann ich auch den Insi-Modus auch direkt einleiten. So ein Ding nämlich. Ladies and Gentlemen, wir gehen nächste Position aus. Und Danny, hier wird es wieder teuer. Ich sehe hier 3,5 Millionen. Ich sehe hier 2 Millionen Coins. Ich sehe hier alles Mögliche. Heilige Scheiße. Okay, das klingt köstlich. Ich gebe dir die 3. Ja, was ist das? Kann das was? 3. Okay, 3. Okay. Bekommst du von mir auch die 3. Ich mache umgekehrte Psychologie. Ja, ist sehr chillig. Kostet auch eine Mio richtig kranke Karte sogar. Ja, moin Meister. Bin gespannt, wie hoch ich diesmal verliere. So, eben war ich auf der Seite. Jetzt gehe ich auf die Seite. Zack. Alter, was ist das für eine Seite? Bruder! Also ich krieg die ganze Zeit Seiten, wo nur so zwei verschiedene Leute drauf sind. Also ich hab, glaube ich, gerade so Positionen, wo es kaum teure Güter gibt, aber ist okay. Kranke Seite habe ich. Bitte, du kannst mir nur geile Scheiße geben. Ein Spieler ist drauf, also der ist zweimal drauf, den habe ich schon im Team. Und sonst kracht es komplett. Du kannst meinen Lieblingsspieler, der ist fünfmal auf der Seite. Fünfmal. Okay. Schoss ist dann quasi 70%, weil der eine ist ja nicht mehr zu kriegen. Ja, wenn eh alles gut ist, nimm die 1. Oh, Baby, das ist er. Das ist einer von denen. Einer von... Sehr guten. Du kriegst, willst du oben oder unten? Komm, such dir aus, mein Löwe. Nimm oben. Nimmst du oben? Dann kriegst du von oben die Nummer. Dann kriegst du Nummer 4 diesmal. Nehmen sie gerne. Nice! Nice! Ich muss nach oben gehen wegen Icon und Chemie und sowas. Nimm mit das Ding. Alter, auf den wirst du keinen Bock haben. Bei Mystery Ball, der wird richtig reinschallern. Ragazzi, ich habe heute eine Mission mit meinem Stürmer, den ihr gerade gesehen habt. Danny, die Hosen auszuziehen, jetzt aber recht. Ah, nichts rechts. Gar nichts rechts. Ich sag nicht die Position, ich habe nichts gespoilert, Kappa. Danny, such dir aus, komm. Ich habe schon wieder viel zu viel geredet. Ja, ich bin auf jeden Fall auch drauf. Kosten eigentlich alle das Gleiche, außer einer, der noch ein bisschen heraussticht. Ich gebe dir die 9. Die 9 gibst du mir. Hey, warte mal, ich gebe dir den, der ein bisschen raussticht, das ist die 1, kann das sein? Ja, ist ehrlich, die 1. Ja, moin, da war. Wir waren wirklich auf der gleichen Seite, glaube ich. No joke. Hast du Rechtsverteidiger gesucht? Ja, du hast schon rechts gesagt, hab ich schon tief geguckt, Digga. Scheiße. Ich hab den sogar auch schon. Kamacherei rein mit ihm. Nein. Jetzt auch schon von anderen Aufnahme. Super Typ. Wieso bin ich eigentlich so dumm und gib dir den besten Spieler auf der Seite? Also manchmal wirklich, meine IQ müsste man echt mal testen. Ich glaube, so Knäckebrot-mäßig. Na okay, 2 Positionen fehlen noch und ich glaube, die Teams sind schon mächtig teuer. Ich sag mindestens ein richtiger Banger, der... Oha! Ja, der Millionenkosten wird noch kommen. Bei mir ist über 50%, das ist keine Ahnung, 2-3 Millionen kostet. Das ist ja geistes. Perfekt, Alter.
Da bekommst du die Nummer 6 für die 50%. Ja, 2,4 Millionen. Perfekt. Perfekt. Perfekt, Digga. Okay, das wird. Mit teurer Spaß. Ja, bei dir die 2. Die 2 ist in Ordnung. Den kennen wir, den mögen wir. Der bekommt aber aktuell keine Spielzeit und er wird rausgeekelt, leider. Hast du in dem, wer bei Bayern gerade rausgeekelt wird? Was würdest du schätzen? Ja, Digga. Der Arme, gell? Ich schwör's dir, der tut mir so leid, Mann. Ja, das ist ehrlich. Bitte. Die bumsen ihn hardcore, Alter. Einfach nicht mehr so spielen, nicht mehr Kader, nicht mehr das. Nicht mal Kader, ist ehrlich, du. Für das, was er alles getan hat, schon für den Verein. Grande Finale. Jetzt geht's ums Eingemachte. Wir suchen. Und, Alter, 2 Millionen Coins, 3 Millionen Coins, 3 Millionen Coins. Es wird brutal. Heilige Scheiße. Gib mir einfach diesen Mann, er ist der Beste. Mit dem Mann, wir gewinnen das Ding. Okay. Bitte, Danny. Ich geb dir die 5. Ach, du bist so knapp daneben vorbeigerutscht, Scheiße. Nein, mit dem kann ich nicht. Du kriegst von mir die Nummer 10, die hatte ich, glaube ich, noch nicht. Nimm sie mit ins Boot. Kranker Spieler, krank. Kronk, oder was? Gewinne alles drum und dran. Okay, ich Kronk. Alter, du hast mir ein lecker Schmecker-Team gebaut. Ihr seht jetzt nochmal die Teams eingeblendet. Eine Sache noch. Ich habe gerade mit Danny noch eine Aufnahme gehabt. Also vielleicht ein paar Münzen weggegangen, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, Saliba haben wir uns die Version geholt. Einfach eine runter. Und dann würde ich sagen, ich lade Danny ein. Wir gehen ins Gameplay. Ihr wisst bei mir die Coins. Wir brauchen sie. Wir dürfen nicht verlieren. Mystery Ball. Let's go. Okay, wir schauen uns jetzt die Teams an. Darauf freue ich mich. Dein Brecher-Team zu sehen. Alter, Saliba hast du gehabt, ey. R9, heilige ja. Makrele. Ja, kann man, glaube ich, bei beiden mitarbeiten, würde ich so sagen. Mystery Ball, Dribbling Boost direkt. Dann oh Gott, sagen, ging. Das ist jetzt ein soziales Experiment, ob das was bringt gegen dich oder nicht. Oder ob es in die Hose geht. Mal gucken. Hm, perfekt. Yes. Perfekt. Perfekt, wir haben es geschafft. 2 Minuten ohne Gegentor. Du mit Dribbling Boost bist aber auch ganz gefährliches Eisen, gell? Scheiße. Ich glaube, das wird ein soziales Experiment, das ein bisschen in die Hose geht. Tschüss. Alter, willst du mich eigentlich ver... 3 Minuten 4 und... Schmeckt. Dicker. Zurück. Ich mache Anschlussglitch, aber andersrum. Nein. Jawohl. Macht man nicht. Auch nicht. Ja, Digga. Ja, Mann, Danny. Dieser Mut ist so crazy. Hallo oben! Da, Mann, statt zu rennen. 8 Mal habe ich ihn gerufen, er macht nicht einen Schritt. Was ein Hans. Hä, willst du mich eigentlich verarschen mit Saliba? Machst du so ein... Regeln, er macht einfach mit Innenverteidiger so ein Tor, Alter. Ich habe alles gesehen in meinem Leben. Mein Torwart bückt sich nicht mehr, der denkt sich einfach so, okay, komm. Jawohl. Wieso fällt da bist hin? Du. Hä? Der fällt einfach hin, weil Goretzka einfach Brustrückenumfang hat wie kein anderer. Wie Abo RD da rechte. Oh Leute, Abos auf Trocken am Start. Das ist respektlos, dieses Tor ist respektlos. Ja, ich hatte so Eierflattern, Bro. Ich hatte so Eierflattern. Okay, jetzt mal zweites, erste Mal. Manipuliert das Ding habe ich. Sorry. Ja, nein! Digga, er neu, du blöde Kuh, Mann. Oh mein Gott, du hast sogar gemoved, gell? Na, das war nur mal 1. Die haben echt wieder auf mal 1 runtergeschraubt. Geh, okay, Baby. Nein, ja. Na, ja. Ja, okay. Nein, war mal 2 war das. Oh, mal 2. Ja, mal 1, 2, mal 2 und das ist ganz vorbei, Digga. Nicht so nice. Nicht so lecker. Ah, Digga, so gut gemacht. Mal 1 aber. Ja. Okay. So krank. Yeah! Ja! Bruder. Was ein Tor! Krank! Komm, eins! Krank ist Tor! Alle Boost! Ja, okay. Okay, komm! Alle Boost, Freunde! Jawohl! Ah, was war das? Mal 2 war das! Nein! Let's go, komm bitte! Noch 10 Minuten durchhalten, Freunde. Sind das die ersten Discards? Ja, Alter! Also, da freue ich mich mal kurz. Eine Minute. Jetzt kommt safe alle Boost. Jetzt geht Kampf hier los, die letzten 8 Minuten. Ja, alle Boost, also. Okay, komm. Die sind aber zu schnell auch teilweise. Schwer zu kontrollieren auch. Super, let's go!
lasst immer so halbgar rausrennen, ohne Tempo, diese, jo, jo, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Oh, oh, wieder mal drei. Ja, ja. Danny! Oh mein Gott, selbst ist ganz gekennt. 10 Millionen Coins weg einfach. Also ehrlich, hart, weil dreimal bei Abseits der Falsche angewählt wird. Nein, 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 drei. Ja. Ah, GG. GG, Danny. Alter, wir haben es geschafft. Ich hab dich ausgedribbelt mit Mystery Ball, Bro. Es ist Mystery Ball gegen Danny. Das ist ein neues Format gegen dich. Heilige Mutter Mariah Carey. Mystery Ball übertreibt doch immer. Er steht unentschieden, 80. Minute auf einmal 6 Discards. Hey, ganz kurz. Hast du schon mal dieses Jahr 6 Discards gehabt? Nee. Leute, wir gehen rüber. Puh. So, 6 Discards. Wir haben, wie gesagt, ein halbes Team, was glaube ich 1 Million kostet. Das könnte schon locker 5 Millionen jetzt werden, wenn du gut triffst mit 6 Schüssen. Crazy. Das ist echt geil, das kann. Welche Formation hast du? Weil ich verkaufe gerade auf 4-4-2. Hey, ich kenne es gar nicht, dass ich meine Spieler gegen dich verkaufen kann, gerade nach dem Video einfach so auf entspannt. 4-4-2 hast du. 4-4-2 und ich habe 6 Spieler, die ich mir auswählen kann. Ey, das ist wirklich, Freunde, ohne Spaß, das ist dieses Jahr eine Premiere gegen. Du hast noch nie so viel discardet, das ist echt krank. 4-4-2 nehmen wir. Puh. Wir nehmen erstmal. Wir nehmen erstmal beide Stürmer. Dann nehmen wir. Rechts Mittelfeld. Wir nehmen rechter Innenverteidiger. Wir nehmen rechter Verteidiger. Und linkes ZM. Oh mein Gott, warte mal, lass mich mal ganz kurz durchrechnen. Warte mal, ich meine, okay, warte, ich immer auf 1,2 Millionen, 1,5, 2 Millionen, 2,2. 2,5, 2,7 Millionen? Aber ich sag, ey, ich bin trotzdem sehr gut weggekommen. Ehrlich? Bro! Warum, aber 2,7 ist gut, aber. Ja, was hast du für Team? Aber lass. Bruder, warte, mein teuerster, mein zweiteuerster und mein drittteuerster haben überlebt. Nein, Bruder, lass mich doch bei. Hey, du destroyst mir meine Coins von Woche zu Woche immer 5 Millionen, 6 Millionen, 7 Millionen. Was? Wobei, Carvajal ist günstiger als Dooku, es ist Dooku getroffen. Aber so ungefähr auf den. Salibat überlebt 2,5, Morgan hat überlebt 2 Millionen. Dann hat er 9 überlebt, 1 Million. Ribéry überlebt 700.000 und Carvajal überlebt 1,2. Also die 5, die überlebt haben, kosten zusammen 8 Millionen. 8 Millionen. Und die discardet werden, die 6 kosten 2,7. Ich bin sehr zufrieden. Jetzt Digga, kann du bist ein 31er, aber egal. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, einmal Danny zu knacken. Leute, ganz kurz. Das ist eine Momentaufnahme für uns, okay? Das nehme ich mit, dass ich 6 Picks gegen dich hatte, einmal im Leben. Ich weiß, ich push das gerade, aber das ist nur ein Mystery Ball, aber scheiß drauf, egal. Beginnt nicht. Scheiß drauf. Mystery Ball, weißt du, das war geschenktes Tor, aber ist egal. Ich hebe die Hand eh. Da sind sie alle in SVC drin, das ist so crazy. Es sind viele Coins, aber es ist trotzdem, ich habe mit mehr gerechnet, deswegen. Boah, du hättest euch nur Torwart sagen müssen, der Tor wäre so viel wert gewesen, fast wie alles, was hier jetzt gerade drin ist, ja, deswegen. Ja. Boah, es hat gelohnt, mit Keeper zu gamblen und reinzulacken und. Ja, trotzdem, Digga, ich werfe hier Konfetti und sowas, obwohl ich 3 Millionen discarde, ne? Das ist echt so, Digga. Ey, das ist ein gutes Gefühl, Leute. Packt die SBC weg. Leute, lasst unbedingt für dieses Video einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr freuen. Schaut bei Danny vorbei und dann würde ich sagen, sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao. Macht's gut, ciao.